Wunderschönen guten Tag. Ich habe mich entschlossen, mir zu fotografieren und habe deshalb ein altes Kamerahandbuch zur Hand genommen. Das ist das hier und meine Kamera. Was ich mir genauer ansehen möchte, ist diese hier. So, und ich bin angekommen bei 1.2, alle Bedienelemente im Überblick. Es ist immer von Vorteil, wenn Sie Ihr Arbeitsgerät mit all seinen Details kennen. Die Canon EOS 700D verfügt über zahlreiche Bedienelemente, die wir Ihnen in diesem Abschnitt vorstellen werden. Welche detaillierten Funktionen sich dahinter verbergen, erfahren Sie in den folgenden Kapiteln. Auch die an dieser Stelle erläuterten Begriffe werden immer wieder auftauchen. Sie können also jederzeit hier nachschlagen. So, es geht jetzt um die Vorderseite. So sieht die Kamera von vorne aus und von vorne und ohne Objektiv aus. Ich kann das auch mal gerade zeigen. Ohne Objektiv. So. Und von vorne. Das Schöne ist, man sieht auch schön den Spiegel. Es ist eine Spiegelreflexkamera. Sehr. So. Ich mache das Objektiv auch direkt wieder drauf. Ich weiß auch wieder, wo der weiße Strich hin muss, nämlich zum weißen Strich. Kann man das einfach wieder draufsetzen. So. So sieht die Kamera von vorne und ohne Objektiv aus. Sie sollten aber stets ein Objektiv ansetzen oder den mitgelieferten Schutzdeckel benutzen. Der ist zu Hause, um Verschmutzungen im Kamerainneren zu vermeiden. Also der ist nicht, was heißt zu Hause, der ist am Pfaffenberg in Solingen. So. Die Vorderseite. Von vorn betrachtet wirkt die Kamera sehr übersichtlich und viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es hier in der Tat nicht. Zunächst einmal sehen Sie den im Kameragriff integrierten Infrarotsensor Nummer 2. Das ist der hier. Das ist wahrscheinlich dazu da, um zu gucken, ob man die Kamera in der Hand hat. Der das Signal eines Fernauslösers empfängt. Naja, den kann man dann abdecken und dann auch ein Fernauslöser keine Chance. Rechts darüber befindet sich eine kleine Lampe. Das ist hier 3. Die bei Aufnahmen mit Selbstauslöser blinkt. Der silberne Rahmen ist das Kamerabajonett. Hier ist der silberne Rahmen. Kann ich nochmal zeigen. Das Bajonett kommt das Objektiv. Das ist dieser silberne Metallrahmen. Bei mir auch schon mal gerostet, war aber nicht schlimm. Aber ist lange her. Hier werden die Wechsel. Der silberne Rahmen ist das Kamerabajonett, das ist 7. Hier werden die Wechselobjektive aufgesetzt und verriegelt. Als Hilfe dienen dazu rote und der weiße Punkt. Ja, hier ist es der weiße Punkt. Das ist ein ähnliches Objektiv, da ist es auch der weiße Punkt. Je nach Bauweise des Objektivs. Am Objektiv ist entweder ein roter Canon EF, siehe Seite 165, oder ein weißer Canon EFS, siehe Seite 165, Punkt vorhanden. Daran können Sie erkennen, an welcher Stelle das Objektiv jeweils zum Befestigen angesetzt werden muss. Das Objektiv wird nun im Uhrzeigersinn gedreht, bis es fest einrastet. Dies geschieht über einen kleinen Stift 6, der ebenfalls auf dem Kamerabajonett sitzt. Jetzt interessiert mich mal, ob das nur eine Schraube ist oder wirklich ein kleiner Stift.
Es ist ein kleiner Stift, den kann man hier runterdrücken mit dem Schalter. Das ist nämlich der Schalter 5. Zum Lösen des Objektivs drücken Sie den Objektivriegler ganz rechts. Das ist der und dann geht der kleine Stift nach unten. Das ist einfach nur mechanisch gelöst. Das ist schön, wenn das so gemacht ist und so gut funktioniert. Es sitzt auch ziemlich spack, macht einen hochwertigen Eindruck. Es hat kaum Spiel und wenn dann das Richtige. Ist alles sehr gut gemacht. Kamera und Objektiv kommunizieren miteinander, denn nur so können etwa Autofokus und Belichtungsmesser funktionieren. Die Daten werden über Kontakte unten am Bajonettring übertragen. Kontakte kann ich auch mal eben zeigen. Das ist hier unten. Da sieht man, wo mein Finger ist. Ich will nicht direkt auf die Kontakte greifen. Man sieht, hier am Objektiv sieht man es auch, da sind auch Kontakte dran. Ja, das war schon die Vorderseite. Es gibt dann die Oberseite. Damit geht das später weiter. Tschüss. Ja.